Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es natürlich um den Handel von Optionen. Und heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen und zwar zum Thema Volatilität. Diese Frage gibt es ja, oder das Thema Volatilität, das gibt es ja sehr, sehr häufig. Und heute habe ich hier eine Frage, die stand unter einem der letzten Videos, ein Kommentar. Und zwar bezieht sich das auf Volatilitätsspitzen. Wie man diese einbeziehen sollte, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, was sind die Vor- und Nachteile? Und genau das schauen wir uns jetzt hier im Video an. Ich sage es euch ja immer wieder, ich lese jeden Kommentar unter den Videos, egal wie viele es sind. Ne? Und einer war zuletzt hier darunter und deswegen, ich will euch den ganz kurz vorlesen. Und zwar stand hier, hallo Jens, passt zwar nicht ganz zum Video, aber eine Frage zur Volatilität. Beziehst du die Spitzen der impliziten Volatilität, so wie sie im Februar gegeben hat, mit in die IVR-Berechnung ein? Oder kann man diese vernachlässigen, weil das ja Extremereignisse sind? Oder ist es empfehlenswert, diese mit einzubeziehen? Und die Frage kommt von Juri. Also, gute Frage, weil es immer mal wieder zu solchen Situationen kommt. Und ich will vielleicht zur Veranschaulichung das Ganze noch mal ein wenig aufzeichnen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Volatilität, ne, die entwickelt sich so ein bisschen hin und her. Und dann gibt es irgendein Extremereignis. Mal so ein paar Dinge aus den letzten Jahren. Extremereignis Brexit hat die Volatilität zum Beispiel im britischen Pfund extrem nach oben getrieben. Natürlich auch dieser Vola-Crash, der Crash der Short-Vola-Produkte jetzt im Februar diesen Jahres, am 5. Februar 2018, ne, hat die Volatilität enorm nach oben geschossen. Stellt euch vor, den Zusammenbruch des Ölpreises im Jahr, bis ins Jahr 2016, ne, die Ölvolatilität extrem nach oben gegangen. Also das heißt, wir sehen plötzlich einen riesigen Spike, der sich dann danach irgendwo wieder abbaut. Und dann hast du vielleicht hier wieder eine normale implizite Volatilität. Und jetzt nimmst du hier die IVR, Implied Volatility Rank. Haben wir schon etliche Videos darüber gedreht. Das heißt, in der Suche oben mal eingeben, Optionsstrategien plus IVR. Dann findet ihr Videos dazu. Ganz kurz nur, bei diesem Implied Volatility Rank, der ist dazu da, dass man sagen kann, wie ist denn die implizite Volatilität in ihrem historischen Verhältnis der letzten x Wochen, Monate, wie auch immer. Wir schauen uns das in der Regel auf 12 Monate an. Und jetzt stell dir vor, das wird ja folgendermaßen berechnet. Du nimmst den Tiefpunkt der Volatilität, du nimmst den Hochpunkt der Volatilität. Und mal angenommen, jetzt ist die Vola hier. Okay. Und dann setzt du die aktuelle Volatilität, so wie sie ist, zu diesen beiden Punkten ins Verhältnis. Ist eine, für die es ein bisschen wissenschaftlicher mögen, eine stochastische Gleichung. Und das heißt, du hast hier das extreme Tief, das extreme Hoch von mir aus der letzten 12 Monate. So, und jetzt setzt du das ins Verhältnis. Und allein dieses aufgezeichnete Beispiel zeigt euch hier, wenn wir dieses Extrem, diesen Spike hier herauslassen würden, dann würden wir sehen, hey, die Volatilität ist ja recht hoch. Ne? Die ist genauso hoch wie hier, die ist genauso hoch wie hier. So hoch ist sie jetzt auch wieder hier. Aber durch diesen Spike ist sie eben relativ weit unten. Das heißt, es könnte passieren, wir haben ja eine IVR von vielleicht nur 20% vorliegen. Und wir wollen eben gerne eine IVR haben, die hoch ist. Also 40, 50, 60, 100%. Ne? Das wäre optimal. So, sollte man sie jetzt rausnehmen oder nicht? Da gibt es wie bei allem keine pauschale Schwarz-Weiß-Antwort, wo man sagt, jawohl oder nein. Schauen wir uns einfach an, was hat das für Vor- und was hat das für Nachteile, wenn man sie drin lässt. Wir lassen sie mit drin, aber wir schauen uns eben an, wie sie zustande kommt. Ja? So. Was ist der Vorteil? Erstmal, wenn du sie drin lässt, der Vorteil ist natürlich, hat es diese Volatilität gegeben. Ja, sie hat es gegeben. Ne? Dieser Spike ist ja keine Fata Morgana, sondern die war ja in der Realität da. Das heißt, es ist gut, dass du sie mit einbeziehst. Du möchtest ja mit echten Daten arbeiten. Und wenn du eben sagst, im Verhältnis der letzten 12 Monate beispielsweise, wie ist denn da die Volatilität? Dann musst du sagen, jawohl, die ist eben im Verhältnis der letzten 12 Monate relativ niedrig, weil es ja diesen Spike gab. Das heißt, du bekommst hier schon eine wahre Aussage. Was würde denn dagegen sprechen oder was würde denn dafür sprechen, solche Spikes herauszunehmen? Nun ja, eins ist Fakt, diese Dinge verzerren ungemein. Ne? Also wenn du dir vorstellst, wir wollen das mal am Beispiel des VIX machen, also der
Volatilität auf den S&P 500, weil da habe ich die Zahlen relativ gut im Kopf. Wenn wir sagen, okay, der Tiefpunkt der letzten 12 Monate war irgendwo bei, sagen wir vielleicht 10, der Hochpunkt war bei 50 und aktuell wäre sie bei 17. So, dann ist natürlich klar, dass momentan die implizite Volatilität der IVR, der Implied Volatility Rank, recht niedrig wäre. Aber wenn wir es historisch betrachten, dann ist eine IVR von 17 eben nicht niedrig, oder ein VIX von 17 nicht niedrig, sondern leicht über dem Durchschnitt. Das heißt, gar keine schlechte Option oder gar keine schlechte Volatilität, um Optionen zu verkaufen. Im Verhältnis zu 50 eine relativ schlechte Volatilität. So, das heißt, der verzerrt natürlich das absolute Bild. Und es dauert ja vor allen Dingen auch sehr, sehr lange, bis sich das Bild normalisiert. Weil überlegt euch mal, wenn das hier der 12-Monats-Zeitraum ist, dann dauert es ja eine ganze Weile. Und jetzt kann eine verrückte Situation passieren. Nämlich, stellt euch mal vor, die Vola geht hier runter und geht auf 13. Okay. Und 17 wäre der Hochpunkt gewesen. Ne? So. Und dann kann Folgendes passieren. Indem jetzt der Zeitraum sich ja verändert, also die Monate vergehen und irgendwann ist dieser Spike raus aus der Berechnung. Und plötzlich ist das nur noch unsere Berechnungsgrundlage. Hier ein Tief, hier ein Hoch und das. Und plötzlich ist 13 eine relativ hohe implizite Volatilität in Betrachtung der letzten 12 Monate, wohingegen 17 eine sehr niedrige war. Ihr erkennt, was die Problematik ist. Ne? Und aus dem Grunde gibt es aus meiner Sicht heraus zwei Möglichkeiten, wie du hier reagieren kannst. Zum einen, du solltest diesen Implied Volatility Rank, wenn du ihn nutzt, diese IVR oder den IVR, so müsste es ja grammatikalisch richtig sein, wenn du den nutzt, solltest du ihn nie einfach nur pauschal übernehmen, zu sagen, Scanner sagt mir 50, mache ich, sondern du solltest dir die Volatilität anschauen. Woher kommt denn die hohe Vola? Was ist denn der Grund? Gab es so einen Spike? Sind vielleicht Earnings, was auch immer. Das heißt, schau dir an, warum ist die Vola da, wo sie ist. Und der zweite Punkt, das wäre eine Alternative, nämlich, du könntest auch das Perzentil der Volatilität nehmen. Ne? Also das, gib oben auch mal in die Suche einfach hier ein, Optionsstrategien, IVR. Und da wirst du auch Videos finden, wo wir das Perzentil berechnet haben. Das heißt, hier wird geschaut, das kann man dann auch über längere Zeiträume nehmen, wie viel Prozent der Zeit war denn die Volatilität höher als jetzt? Und da ja ein Spike meist relativ kurz ist, ne, der geht schnell hoch, der geht schnell runter, kriegt man da eigentlich ein besseres Bild. Also das heißt, das Perzentil ist auch eine sehr, sehr gute und gängige Art und Weise, sich mit dem Thema Volatilität zu beschäftigen. Wichtig ist aber eins, und das sollten wir immer machen, egal welche Optionsstrategie wir handeln, wie wir Volatilität anschauen und so weiter. Du kannst natürlich, egal ob von mir oder von irgendjemand anderem, immer irgendwelche Regeln übernehmen. Ne? Dass man sagt, okay, an dem Punkt musst du das machen, an dem musst du das machen, beim IVR 50 machst du das und so weiter. Du solltest aber natürlich immer verstehen, was du da machst. Das heißt, ich merke das auch zum Beispiel in unseren Kursen. Ne? Jemand, der jetzt gekauft hat, hier Optionshandel für kleine Konten, der Abonnent unseres Börsendienstes ist und so weiter. Diejenigen, die am erfolgreichsten sind mit diesen Produkten, und da gibt es eine ganze Reihe, also nicht Produkte, sondern erfolgreiche Nutzer, das sind immer diejenigen, die das Ganze konstruktiv für sich hinterfragen und sagen, okay, da scheint also eine Methode zu sein, die funktioniert, ich will sie aber verstehen. Ich will sie nicht einfach nur blind nachhandeln. Ne? Also wenn gesagt wird, du musst an dem Punkt rollen, dass du auch verstehst, warum musst du denn rollen? Dass, wenn wir sagen, du sollst eine bestimmte IVR nutzen, um Optionen zu verkaufen, dass du verstehst, warum soll ich denn das machen? Was hat denn das für einen Zweck? Und dann eben gleich weiterdenken, wie kommt denn diese etwas höhere oder vielleicht auch niedrigere Volatilität denn gerade zustande? Das heißt, du musst hinter die Kulissen schauen. Ne? Du musst dich hinterfragen oder uns auch hinterfragen, unsere Produkte hinterfragen, unsere Strategien hinterfragen, weil das Verständnis ist viel wichtiger als das blinde Nachmachen. Blind nachmachen kann ja jeder. Ne? Also du kannst jeden Börsenbrief abonnieren, den es gibt. Du kannst auch unseren abonnieren und kannst sagen, okay, das sind jede Woche, wir haben jetzt erst erweitert, ne? Wir haben jetzt noch ein zusätzliches Depot sogar mit reingenommen, noch ein Investorendepot, wo wir Cash Secured Puts beispielsweise handeln. Und du kannst natürlich jetzt immer sagen, okay, ich handle das einfach alles blind nach. Ne? Wird auf lange Sicht für dich auch funktionieren. Aber richtig gut wirst du, wenn du es eben nicht blind nachhandelst, sondern dich hinterfragst oder das
das Signal hinterfragen und sagen, okay, warum kommt das zustande, was sind die Beweggründe, warum machen die das jetzt so und so. Das ist der eigentlich entscheidende Weg, um etwas zu lernen. Und deswegen deine Frage auch hier zum Thema IVR, sehr, sehr gut, weil das ist hinterfragt. Deswegen hat mir die Frage so gut gefallen, deswegen wollte ich sie auch heute hier in einem öffentlichen YouTube-Video mit beantworten. Also, Juri, vielen Dank für deine Frage, die war klasse. Wenn ihr Fragen zum Thema Optionshandel habt, sowas, Strategien, was auch immer, schreibt mir das Ganze in die Kommentare und ich beantworte sie euch gern hier in einem Video. Wir sehen uns wieder dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren. Ihr dürft dieses Video natürlich kommentieren, ihr dürft dieses Video natürlich teilen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.